Bildstöcke und Flurdenkmäler sind ein wesentlicher Bestandteil der fränkischen Kulturlandschaft, vor allem in der Zeit des Barock. Sie stehen am Ackerrhein, in Wald und Flur, markierten Weggabelungen, begleiten die Ortsränder, lehnen an der Hauswand. Das häufigste Motiv, warum Menschen einen Bildstock oder ein Kreuz aufstellen ließen, war die Verehrung für Gott, die Mutter Gottes oder einen Heiligen, zum Beispiel den Namenspatron. Die Inschriften berichten aber auch, wie die Stifter für ihr Seelenheil vorsorgen wollten, indem sie die Vorbeigehenden um ein Gebetsgedenken baten. Oft wurden Bildstöcke und Kreuze aus Dankbarkeit aufgestellt, um sich für die Rettung aus Krankheit oder Gefahr erkenntlich zu zeigen oder um an einen Unglücksfall zu erinnern. Die ältesten Kreuzsteine stehen versteckt im Wald und sind auch den Einheimischen meist völlig unbekannt. Ein tief eingeritztes Kreuz kennzeichnet die knapp 50 cm hohe Steinplatte bei Reichenbach. Dreimal so hoch ist eine Steinplatte, die wir nördlich von Stadtsteinach am höchsten Punkt der alten Pressecker Straße gut 100 Meter tief im Wald entdecken. Auf der Rückseite ist die Jahreszahl 1517 angegeben. Eine oberfränkische Besonderheit ist die Darstellung der fünf Wunden Christi, zum ersten Mal belegt im 17. Jahrhundert im Raum Burgkunstadt. Das Chemnater Kreuz ist jüngeren Datums, errichtet von Chemnater Wallfahrern aus der Oberpfalz. Der alte Wallfahrtsweg führte von Marienweiher aus am Kreuz vorbei nach Südosten durch das Fichtelgebirge in die nördliche Oberpfalz. An solchen Wallfahrtswegen waren häufig auch fünf Wundenbilder auf Holztafeln angebracht, jedoch gibt es heute nur noch wenige hiervon. Gusseiserne Kreuze stehen vielfach auf Barockmarter, aber auch in unserer Zeit finden sich kostbare Kruzifixe, wie das wohl schönste seiner Art an der Hauptstraße zwischen Reichenbach und Altenreuth. Am reich verzierten Kreuz von 1947 ist der gekreuzigte Christus befestigt, darunter die Jungfrau Maria im Blumenkranz. Einmalig in ganz Nordbayern ist die Darstellung von Christus als königlichem Herrscher am Kreuz, von der Bevölkerung göttliche Hilfe genannt. An dieser Stelle, nahe Reichenbach, an der früher die Wallfahrten von Wallenfels nach Marienweiher vorbeikamen und ihre erste Rast hielten, da die Höhe des Frankenwaldes erklommen war, wurde das außergewöhnliche Holzkreuz zur Erinnerung an einen Unglücksfall errichtet. Nur 300 Meter weiter am Rand des Waldes begegnen wir einem weiteren Holzkreuz aus dem Jahre 1916. Das braune Kreuz, ein Versprechen aus dem Ersten Weltkrieg, ist drachenförmig verkleidet und mit einem Satteldach abgedeckt. Erst vor wenigen Jahren aufgestellt wurde ein neues Kreuz in Marienweiher mit einem höchst ausdrucksvollen Christuskörper. Es erinnert an den 1995 bei einem Verkehrsunfall verunglückten Hans Pittroff.